Recht herzlich willkommen zur 204. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind unterwegs zum Polarorbit und haben da ja letztes Mal schon was gemacht. Wir müssen es jetzt nur aussuchen, ne? Satellitenrakete, ist das die? Ich glaube, es ist die. Das fliegen wir jetzt natürlich auch. Und wir müssen noch die Periapsis größer kriegen. Da sind wir, aber was ich jetzt gerade sehe, was ja dann auch Sinn macht, ist mal hier das Ding zu entfalten, ne? Und wenn wir das entfaltet haben, dann gucken wir mal, dass wir die Solarzellen ausklappen, weil, ne, kennen wir ja schon, dass wir das mal vergessen haben und dann nichts mehr steuern können und so, ne? Das macht also Sinn, den Strom jetzt mal gerade wieder herzukriegen, ne? Weil, ja, wir kriegen welchen. Gut, soweit haben wir das schon wieder, dass das dann läuft. Ja. Gut, ich habe das alles soweit fertig. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Periapsis größer kriegen, die hier oben noch ist. Und wir waren wo? Ah, warte, wir drehen mal um, dann sehen wir uns besser. Oder sehen das, wie es das letzte Mal war, ne? Und okay. Ich glaube, das gerade nicht so gut. Manöver hinzufügen machen wir mal gerade, ne? Und dann geht die Periapsis raus. Ja, das passt. Wir müssen also nur nach da unten und dann ausrichten. So. Aber wir müssen, um die Periapsis größer haben zu und nicht in Flugrichtung. Oder vertue ich mich da jetzt? Wohl nicht, ne? Wir müssen, ja, da lang. Alles klar. Okay, das kriegen wir aber auch noch hin. Flugrichtung ist da und, okay. War ich jetzt wirklich gar nicht so auf dem Trip, das so zu tun, aber machen wir mal. Ja, dann haben wir das. Und wir sind hier, das heißt, wir müssen bis da unten hin vorspulen, ne? Hier vorspulen. Solarpanel sind raus, kann also nichts passieren in dem Sinne. Achso, ja, ne, wir müssten jetzt dann schon wieder neu orientieren. Weil wir uns ja gedreht haben. Kriegen wir aber hin, sollte nicht so schwer sein. Bisschen höher wieder, bitte. So, da haben wir es passend. Ja, und dann können wir einfach Schub geben und dann soll es laufen, oder? Irgendwie wandert was anderes weg und nicht das, was ich will. Oder? Irgendwas ist jetzt faul. Manöver hinzufügen. Okay. Okay, das heißt, wir müssen gar nicht da jetzt lang steuern, sondern da lang steuern. Ist jetzt mir schleierhaft, wieso das so ist, aber machen wir dann, ne? Und das Ganze in Flugrichtung sogar. Jetzt bremsen wir gerade ab. So, und jetzt nochmal. Ja, und dann wird es auch größer, ne? Jetzt ist natürlich das Ding jetzt leer. Entschuldigung. Krabbelte gerade noch was in der. Ja, und jetzt wieder.
Warte mal, irgendwas ist da noch. Ach so, das ist noch nicht abgesprengt. So, jetzt geht's. Alles klar. Jetzt sieht's auch besser aus, ne? Sind natürlich hier schon vorbei und deswegen ist es jetzt nicht so dolle, ne? Ich glaube, wir machen das mal aus und machen doch ein neues ordentliches Manöver, oder? Na. So. Das. So. Und so. Bisschen kleiner. Nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte das schon nochmal haben. Oh. Jetzt zeige ich mir doch einfach dieses Manöver wieder an. Mann. So, auf ein neues. Manöver hinzufügen. Stopp. Manöver richtig drehen. Stopp. Das ist zu groß, etwas kleiner. Manöver nochmal anpassen. Ne, das war schon richtig. So. Bisschen kleiner. So sieht's gut aus. So. Jetzt da hoch. Jetzt haben wir das dicke Teil von der Rakete auch nicht mehr dran. Jetzt steuern wir auch ganz schnell. Und Vollschub, oder? So, sieht's doch gut aus. Was haben wir hier? 3,6. Okay. Kriegen wir aber wohl hin. Da ist nochmal 3,6. Naja. Wird schon werden, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. So sieht's besser aus, oder? Das ist ja so eine ungefähre Bahn. Man muss nur gucken, dass man da einigermaßen hinkommt. Und wenn wir annähernd da sind, dann ist das schon alles gut. So, jetzt dreht sich das Ganze auch ein bisschen. Wie? Reicht schon? Zehn Sekunden lang halten. Und da ist es schon erledigt. Wunderbar. Reicht. Erledigt. So. Dann haben wir diese Aufgabe erfüllt. Okay. Alles erledigt. Wunderbar. Gut. Ja, wir brauchen nichts mehr machen, oder wie ist das, ne? Gehen wir mal gerade rein. Ausgerichtet ist das Ding auf jeden Fall, beziehungsweise wir mussten es ja nicht ausrichten. Da gibt's nichts zu protokollieren. Macht der noch was? Nee. Das Barometer sitzt da. Macht auch nichts mehr. Alles ist gut. Können noch die Antenne ausfahren. Gesamtlieferung. Okay. Ist jetzt nicht gefordert. Was haben wir hier noch? Ach so. Frachtraum ansehen. Da gibt es ein paar Points. 0,4.
Ja, komm, zack, Daten übertragen. Wie viel ist denn dann Elektrizität noch da? Okay, zur Hälfte wohl leer. Ja. Machen wir erstmal Türen wieder zu, ne? Damit da nichts reinfliegt, oder? Und dann sind wir soweit mit dem Ding erstmal fertig, würde ich sagen. Treibstoff hat da noch reichlich, man kann also auch Änderungen noch durchführen. Alles ist gut. Ja, hier ist noch eine andere. Wechseln wir mal gerade dazu. Was hat man da falsch? Ach, da fehlt ja der Frachtraum, ne? Wie weit ist das Teil denn hier? Ja. Können wir gerade noch auf jeden Fall die Antenne auch rausfahren. Der hat aber auch nichts hier, ne? Der hat ja den falschen Frachtraum da drunter gehabt. Soweit so gut, oder? Oder hinten ist der Mund, oder wer ist das? Würde ich sagen. Gut, dann haben wir die Mission geschafft, die wir schaffen wollten. Gehen wir raus hier. Ab ins Weltraumzentrum zurück. Also das war ja gerade nicht die Mission, die war ja der andere Satellit. Aber auch die war okay. So, dann gucken wir mal hier rein. Archiviert. Polar. Muss ich das noch mal abschließen irgendwie? Warte mal. Nee, muss ich nicht. Habe ich automatisch alles gekriegt, sozusagen, ne? Na, gucken wir mal nach verfügbar noch. Was haben wir denn aktiv? Erkunde Duna, baue eine neue Orbitalstation im Minmus. In einer bestimmten Umlaufbahn von Duna. Da sind wir ja irgendwie auf dem Weg, ne? Ja, gut. Aber die müssen wir mal gerade gucken, was sagt denn unser Zentrum hier? Wir haben ja noch zwei Sachen offen. Die Duna-Geschichte. Duna ohne Wiederkehr. Ein Tag, 3 Stunden. Ist das, wenn's losgeht? Und die anderen beiden, wo sind die? Körbe in Flucht? Ne, das ist ja das Ziel von dem da. Wo ist denn das andere Ding jetzt? Ist das Minmus V6? Glaube ja, ne? Auf suborbitalen Flug. Wir haben nur bemannte Dinger sozusagen, ne, oder? Nee, das ist es nicht. Sonnen? Trümmer ein ausblenden. Haben wir raus, ist klar. Sonnen? Sind das doch die, ne? Geh doch mal da rein. Da sitzen die doch drin, die zurück müssen, oder? Ja, da sind 3 auf jeden Fall drin und die sind noch auf dem Weg nach Hause. Gucken wir mal gerade die Karte an. Ja, die sind auf dem Weg nach da. Passt. Aber das Ding ist ja noch riesengroß, oder? Sollten wir mal drüber nachdenken, das zu ändern, oder? Aber
Ich würde sagen, da kümmern wir uns auch in der nächsten Folge dann drum. Und schauen auch erst, dass wir diese andere Mission starten, die Duna-Geschichte, weil die ist dann der Abflugtermin in einem Tag, oder? Was war das? Sollen wir nochmal gucken? Duna ohne Wiederkehr ist hier. Das ist, glaube ich, das Manöver hier, ne? Können wir gerade noch mal kurz reingehen. Das ist das Gerät. Welches dann dahin fliegt, ne? Kurz die Karte. Ist da und da hinten ist das Manöver. Aber das ist nur ein Tag, 3 Stunden und 27 Minuten weit weg. Also ich glaube, da müsste man noch einmal ganz rum wenigstens oder so. Oder vielleicht auch mehrmals. Wahrscheinlich auch mehrmals. Gut, wissen wir das. Gut, okay. Dann wisst ihr da schon mal Bescheid. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Gebt mir einen Daumen hoch, falls euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich mich sicherlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.